Servus, grüß euch. Heute erfülle ich meinen musiktechnischen Bildungsauftrag und bin in den mittleren Westen von Deutschland gereist, in die schöne Ortschaft Dachsweiler im Rheinland-Pfalz. Und da bin ich am X-Fest 2018. Und was dieses X-Fest jetzt eigentlich genau ist und was man sich darunter vorstellen kann, das erklären euch jetzt die Veranstalter Basti und Andi. Kannst du kurz unseren Zuschauern erklären, was dieses X-Fest ist, was es damit auf sich hat? Ja, also das X-Fest ist ein Zusammentreffen von technikinteressierten Gitarristen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Das erste X-Fest 2013 hat noch in Leipzig stattgefunden, bis wir ein Jahr später dann diese hervorragende Location in Dachsweiler gefunden haben. Basti, was ist eigentlich dieses X-FX, das da so gefeiert wird bei diesem Event? Das ist ein digitaler Gitarrenmodeller, der auf der digitaler Ebene die analogen Gitarren-Amps nachbildet. Das Ganze noch verpackt als Effektgerät. Komplizierte Sache, deswegen haben wir ein Forum gegründet und das ist halt das User-Treffen dazu, um weitere Fragen zu klären und eigentlich auch hauptsächlich Spaß zu haben. Das heißt, dieses X-FX, dieses Gerät, da sind hunderte Amps drinnen und die kann man sich dann einfach nur per Menü aussuchen und die spielen dann einfach den Original-Sound der Geräte, ohne dass man sich die Kastel kaufen muss. Genau. Und dieses X-Fest selbst, wie schaut das so aus von der Organisation, vom Programm her, was passiert da so? Vom Freitag bis Sonntag treffen sich da die Gitarristen aus aller Herren Länder, um gemeinsam Workshops, Live-Musik, den Genuss verschiedenster Biere und natürlich eine saftige Grillparty zu veranstalten. Man stelle sich das so vor, wir mieten von Freitag bis Sonntag komplett dieses Freizeitzentrum, das da herrlich gelegen mitten im Grünen und auch etwas abgelegen ist. Lärm! Lärm! Damit wir auch wirklich niemanden mit Lautstärke belästigen, weil es wird sehr viel Live-Musik gemacht. Es gibt sehr viele Workshops, die das Thema Studio, Proberaum, Bühnentechnik betreffen. Da das X-FX ein sehr umfangreiches Gerät ist, sind die User alleine sehr oft mit diesem Gerät überfordert. Und man darf das auch ruhig als eine Art Selbsthilfegruppe sehen, denn im Austausch untereinander erfährt man über dieses Gerät wesentlich mehr als nur beim Durchblättern des wirklich mehrere hunderte Seiten umfassenden Manuals. Apropos Gerät, ich habe sie da heute auf diesem X-Fest 2018 ganz exklusiv eine Weltneuheit zum Ausprobieren da. Genau, wir haben bisher immer die X-FX Version 2 Varianten gehabt. Jetzt ist ganz frisch dieses Jahr das X-FX 3 rausgekommen. Momentan existieren nur drei Geräte in ganz Europa als Demo-Geräte. Und eines davon eines ist da. Eines ist hier und das wird ausgiebig getestet. Man hört es im Hintergrund schon, es gibt auch Live-Bands. Ein bisschen später werden zwei Bands aufgeeignet. Zufälligerweise sind es sogar die Bands von den Veranstaltern. Dazu jetzt mal kurz ein bisschen Eigenwerbung. Wir sind von der Progressive-Metal-Band Chaos Inside aus Niederösterreich und wir sind von der Progressive-Metal-Band aus Hannover, Tarigadia. Yeah! So, dann danke fürs Zuschauen. Jetzt gibt's nur ein paar Eindrücke vom X-Fest und wenn ihr Fragen zum X-FX habt, dann richtet euch jederzeit an das X-FX-Forum. Ich werde da die Adresse einblenden und unten in der Videobeschreibung gibt's auch alle Infos und ja, viel Spaß beim Rocken! Metal, Alter! Hallo Leute, hier ist der Nio vom X-Fest in Dachsweiler dieses Jahr, 2018. Und ja, ich hatte gerade meinen Auftritt hier, habe mit meiner Klampe ein bisschen Musik gemacht für die ganzen Teilnehmer hier und würde mich freuen, wenn ihr 5 Minuten eurer Zeit entbehren könnt und einfach mal auf meine Seite schaut. Bis dann!